Das 8. Liga der F1 Bros League kommt im Gruppenpreis von Österreich. Natürlich Rhein Krombacher. Ein Geschmack so einzigartig wie seine Natur. Mit Felsquellwasser gebraut. Krombacher. Eine Perle der Natur. Genießen Sie es. Einen wunderschönen guten Nachmittag hier aus Spielberg zum großen Preis von Österreich 2017, zum 8. Rennen in dieser Saison. Diesmal mit dabei nicht Dennis Gaming TV, sondern wen ganz Besonderes. Hallo, hier ist Himat Ricalo. Ja. Ganz spontan. Aber mal Bock gehabt, den Dennis aus dem Zimmer geschmissen und Heißt also, ich darf wieder mal die Führung übernehmen. Das heißt, ich darf auch das erste Mal die Top 10 durchgehen. Wow, eine Neuheit. Und da sehen wir auch direkt Wojtek auf der Pole Position mit Felipe auf der 2. Dennis nur auf der 3. Debütant Müller, starker Vierter. Dahinter haben wir Crazy Kennis und Wave. Dahinter dann auch Ersatzpilot Cartman und Alfanchi. Und die Top 10 komplettieren Sakura beim Heim Grand Prix und Stejo auf der 10. Jetzt bin ich dran. Auf der 11 haben wir Rubknecht jetzt Ersatzfahrer in dem Supercup. Daneben Sand auf 12. A-Block auf 13, Swaggy auf 14 ohne Zeit, sowie Thiele und Imhops. Der Supercup wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Schau mal da drüben. Du kannst sogar eine Regenbogenmaschine. Okay. Ja, die haben dort vorne eine Regenbogenmaschine, ist ja voll geil, das schaut voll schön aus. Voll alle Farben von Rot, Orange, Gelb, Blau, Grün, Lila. Muss, das will ich auch haben. Die Reichen können sich wirklich alles leisten. In Österreich habe ich noch nie gesehen, dass jemand auf so eine Idee kommt. Aber wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr kosten, als wir das Kleingeld, was wir haben. Also, ich finde es urgeil. Okay. Und Kia. Genießen Sie es. So, auch mit der Abwesenheit von Dennis kommen natürlich jetzt die üblichen Informationen zu diesem Rennwochenende. Und da hat sich wieder einiges getan. Wie ihr gesehen habt, Cartman, Müller und Rubknecht, neue Ersatzpiloten im F1 Bros League Supercup. Währenddessen ihr unten rechts noch das Ergebnis vom Abu Dhabi-Rennen seht. Gibt es noch eine Meldung, die das Fahrerlager etwas geschockt hat? Dan ist zurückgetreten. Ja, McLaren hat wieder einen Fahrer weniger. Diesmal ist der fahrende Dan ausgetreten. Jammer, schade um ihn, ein sehr sympathischer Fahrer. Aber auch neben ihm gibt es einige Absenzen heute. Ja. Stejo ist nach dem Qualifying ausgetimt, deswegen nur noch 15 Piloten hier in der Einführungsrunde am Start. Mulchan und Amerika nicht dabei, genauso wie Joe Cap, Hardy, Niklas und Game Geeky. Ersatzpilot Müller im Mercedes, Cartman im Mercedes, Rubknecht im Red Bull und Kenny im Sauber. Mann, sind das viele Informationen. Naja, war viel. Jetzt hast du aber genug gebabbelt, du. Ja. Nein, jetzt übernehme ich das Rennen. Hier sehen wir Sand auf der 12. Der hat ja in Abu Dhabi ein super Ergebnis abgeliefert. Ja, wir sehen davor Swaggy und Rubknecht auf den Soft. Das ist interessant. Ja, definitiv. Alle drei Reifen, die an diesem Rennwochenende zur Verfügung stehen, sind also schon am Start zu sehen. Und Ui. Das ist ein A-Block in einem Renault. Da ist eins Ghost. Ich glaube, das müsste man zensieren. Regie? Das war, glaube ich, ja, nicht ganz jugendfrei. Das ist zu intim gewesen. Das ist viel zu intim. Aber die Spannung, die bildet sich jetzt natürlich. 15 Fahrer und vorne an der Spitze Wojtek auf der Pole und Felipe auf der 2. Hat zum ersten Mal übrigens Dennis geschlagen. Das ist ja schon fast eine Sensation. Das riecht nach Veränderung bei Ferrari. Ferrari Championship kommentiert Veränderung für Ferrari Supercup. Fokus auf den Start. So. Möffellichter gehen an. Möffellichter gehen an. Moment. Sie gehen aus und das Rennen ist freigegeben. Die ersten beiden kommen einigermaßen gut weg. Dennis jetzt. Nee, das ist Dennis, sag ich. Und Philippe attackiert aus der Kurve 1 und Wojtek kann aber vorne bleiben. Da hinten gibt es eine Berührung mit Wave und Crazy Canis. Aber ansonsten scheinen alle durchgekommen zu sein. Da ist aber einer. Oh, Philippe setzt an. Setzt er an, versucht's. Oh! Ganz enge Kiste. Mit Kenny gibt es eine Berührung gegenüber Alfanchi. Aber noch immer alle 15 Autos hier im Rennen dabei. Swaggy auf 11.
Von 14 auf 11. Na, guter Start von Swaggy. Ja. Wir kommen jetzt auch hier in die Swaggy-Gedächtniskurve. Wer erinnert sich noch an vorherige Saison? Und Sand auf der 9. Sakura-Plätze gewonnen, schon auf die 8 nach vorne vorgestoßen. Hat auch einiges zu tun bei seinem Heimrennen. Dein kleiner Fehler. Oh, da kommt er ein bisschen weit. Ja. Und da ist auch die Attacke von Cartman im Mercedes heute unterwegs. Ja. Flutscht er durch. Swaggy hatte jetzt zwei Gedächtnisstellen in Österreich, falls du weißt, aus dem Championship-Rennen. Sand hat sich einen Was ist das denn? Geholt, muss in die Box. Oh, shit. Tilo, wo bist du? Auf 13. Ich konnte nämlich nicht starten, weil A-Block genau vor meinem Frontflügel stand. Der ist nicht in seine Startbox gerollt bei mir. Das ist natürlich ärgerlich für den Sauberpiloten, der heute natürlich die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat für seine ersten Zähler im F1 Bros League Supercup. Aber da vorne, da bleibt es aktuell dabei. Vortrix führt vor Felipe, dahinter Dennis. Wave, ja, das Wave ist mit ja... einem Superstart, der ist nach vorne gepirscht, als gäbe es keinen Morgen. Und Alfanchi, der macht langsam dem Müller etwas mehr Druck. Müller, der hat sich ja bei seinem Debüt in der Championship direkt mit dem Sieg dreht sich weg. Oh, ist das bitter. Der Gewinner des Championship-Rennens dreht sich weg. Und, verliert mächtig am Boden. Ja, vor allem bei dieser kurvenhaltigen Strecke, da ist ein Frontflügelschaden natürlich enorm. Und das kann dir alles ruinieren. Auch Sakura, da hat übrigens seinen Flap auch irgendwo beschädigt. Hat man kurz gesehen. Auch bei A-Block vorne links, da fehlt ein ganzes Stück. Ja. Ja, da sind aber die Sausage Curbs ganz schön heftig. Der war gerade auf 7. So. Der ist jetzt für diese Runde aktiviert. Schattenduell. Und, nee. Geht nicht. Einen besseren Exit vielleicht. Jetzt hoch Richtung Kurve 2. Ja, Swaggy, der hat jetzt natürlich den Windschatten, nimmt auch das fette Gemisch, auch wenn er auf dem härteren Reifensatz ist als Sakura, der hat noch einen ganzen Flügel und geht in Kurve. Und? Das müsste Kurve 3 sein, vorbei. Kleine Berührung. Ja, aber gut gemacht. Gut gehalten, aber jetzt vielleicht Sakura mit dem Konter. Swaggy hat, darf auch DRS benutzen, weil Cartman eben da vorne auch noch unterwegs ist. Ja, so. Jungs, Vorsicht. Vorsicht! Ja, hochgeschaltet. Nächster Gang. Weg. Ja, also... Bist du noch rechts? Es ist nicht gesund, wenn die Fahrer da mit voller Geschwindigkeit mit dem Rasen. Nicht, aber es ist sicherlich spannend, wenn sie bis ans Limit gehen wollen und den Fahrer vor ihnen attackieren wollen. Es geht ja natürlich um jede Position und um jeden WM-Zähler. Und Sakura, der will bei seinem Heimrennen natürlich auch einen guten Auftritt machen. Und Vortrex, der will natürlich hier diesen Sieg holen. Und wenn möglich sogar. Aber nicht mit Felipe. Felipe bleibt dran. Bleibt dran. Dennis auch, 1,6 Sekunden, glaube ich, hinter Felipe. Ja, die ersten drei ganz nah beisammen. Aber für ein Manöver wird es, glaube ich, noch nicht reichen, gleich auf der Geraden. Auch wenn Felipe DRS verwenden kann, der ist mir dann noch ein Stück zu weit hinten, währenddessen die Regie und jetzt ein paar Replays zuspielt vom Startgeschehen. So. Oh, das war ein guter Start. Das war ein guter Start von Sand. Hat auch sicherlich von der leeren Box von Stelio profitiert und da hat er sich den Flügel beschädigt. Das sind die Kosten, wenn man den Schadensmutter auf Simulation stellt. Solche kleineren Berührungen im Mittelfeld. Das erklärt auch, warum Kenny dann so auf dem Apex querstand. Das dürfte dann die Aktion gewesen sein, wo der Flügel komplett Schrott gegangen ist und mit dem Late Call in die Boxengasse hinein. Anstatt dann nochmal eine Runde rumzugucken und noch mehr Zeit zu verlieren. Ja, das wird interessant, ob sich das die Stewards anschauen. Und hier der Fehler von Müller. Zu früh auf dem Gas einfach. Verloren und der Flügel ebenfalls beschädigt. Und jetzt auf der linken Seite sehen wir die Anzeige nach 5 Runden Positionsveränderung. Oh, und Dennis ist dran. Dennis ist dran, das Ferrari-Duell. Würde mich wundern, wenn er vor der Geraden attackieren würde. Dennis ist ja nicht Kenny, nicht mehr. Ja, jetzt hat er aber DRS sicherlich, kann sich ransaugen, aber ich schätze mal, Felipe wird sich immer noch verteidigen, also immer noch kein Vorbeikommen für den aktuellen WM-Leader Dennis. Das spielt natürlich dem Vortrix jetzt ordentlich in die Karten, wenn die beiden Ferraris sich da hinten bekriegen und sich gegenseitig die Zeit nehmen, dann kann Vortrix natürlich die Lücke wieder rausfahren. Das Duell der beiden Rookies, Wave und Alfanchi. Also die beiden fahren momentan echt...
stabiles und starkes Rennen. Sind zwar erst 5 Runden vergangen, aber... Ja, Wave Pace, die kennen wir schon seit Beginn der Saison, ist eigentlich ein durchschnittlich schneller Kandidat für die vorderen Plätze, hat es bisher noch nicht gereicht. Aber ist auf dem Supersoft ganz gut unterwegs, auf dem 4. Zwischenrang. Aktuell wäre sein bestes Ergebnis in Alfanchi. Der hat ja in Abu Dhabi endlich mal ein positives Ergebnis. Darauf lässt sich aufbauen und das will er hier weiterführen. Aber muss natürlich mit dem weichen Ultrasoft an Wave vorbei. Der ist auf Supersoft. Die Ultras halt nicht so lange. Da verliert er beinahe die Kontrolle beim Rausbeschleunigen. Aber mit DS kann er wieder an Wave ranfahren. Also es ist noch keine Möglichkeit zustande gekommen, um an Wave vorbeizukommen. Währenddessen Swaggy sich in der Gedächtniskurve vielleicht gegen Carbon durchsetzen will. Nein, das geht noch nicht. Aber es wirkt, als ob jeder, der auf Supersoft fährt, irgendwie am Struggle ist. Weil hier sehen wir Swaggy, der jetzt an Cartman dran ist. Swaggy ja auf dem deutlich härteren Reifen. Dass Cartman irgendeinen Schaden am Frontflügel nach sich gezogen hat in der Startphase, das wissen wir leider Gottes nicht. Das hat uns die Regie nicht zeigen können. So, was zeigt uns die Regie jetzt? Den Start von Wave. Auf die 4. Kenny wechselt sofort auf die Innenbahn, deckt schon gut ab. Das ist clever. Das ist clever gefahren. Sich von allem zurückgehalten und jetzt... Nimmt auch etwa... Ja, nimmt den Speed mit. Den hoch Schwung aus. Kurve 3. Und dann vielleicht mit dem Switchback am Müller vorbei oder außenrum. Jetzt ist die Frage, er geht außenrum vorbei. Stark gelöst. Ja, außenrum. Außenrum. Das ist richtig stark gewesen. Also, kann man schon mal... Kann man mal klatschen, ne? Bruder. Da haben wir Alfanchi. Ja. Auch er einigermaßen gut weggekommen. Erklärt dann auch, warum er hinter Wave ist. Kenny hat einen schlechten Ausgang aus Turn 1 erwischt. Ah. Und verliert deswegen ihm seine Position plötzlich wieder. Oh, und ich glaube, da gab es eine kleine Berührung zwischen Kenny und Alfanchi. Wenn wir noch aus der Sicht des Sauerpiloten selber sehen, da kommt aber noch ein... Ja, da ist die Berührung. Oh, war nicht nur eine kleine Berührung. Und die Frage... Aber ich glaube, das war die Konsequenz aus der Dive von Sakura. Ja, und hier ein Fehler von A-Block, hat sich in Kurve 1 verbremst, ist aktuell aber eh auf Rang 11 liegend. Kostet ihm nicht allzu viel Zeit, währenddessen die Ferraris immer noch nicht wirklich näher angekommen sind an Voatrek. Sie scheinen sich immer noch gegenseitig zu bekriegen. Oder belässt es Dennis dabei und folgt ihm einfach nur, das wäre natürlich auch eine Option. Ja, man weiß halt auch nicht, welcher von den beiden Ferraris jetzt wirklich schneller ist. Ja, und das war gar nicht mal so schlecht gelöst, aber Cartman, der nimmt jetzt mehr Speed mit beim Kurvenausgang. Aber Swaggy mit der S, der Cartman hinten ab, das macht der clever. Der Switchback von Swaggy. Hält sauber, ja. Gelingt dem Renault-Piloten bisher noch nicht vorbeizukommen. Oh, Alfanchi hat ein bisschen reißen lassen. Oder reißen jetzt. Oh, und ja, ich glaube, die reifen lassen da langsam. Fehlt, ja. Aber auch wenn ich es richtig sehe, vorne links ein Teil des Frontflügels. Auch die Hinterreihe. Oh, über 40% schon der hinten links. Ei. Das geht nicht lange gut. Und jetzt muss er langsam aufpassen, denn Kenny, der schläft nicht. Ja. Der kommt näher ran. Da ist er auch schon. Kenny schläft nicht. Oh, jetzt hat er es. Ich glaube, der probiert es. Der probiert es jetzt. Hoch zu Kurve außenrum. 1. Außenrum. Boah, oh, stark. Da zieht er durch, aber... Ja, das war... Das war auch leicht für ihn. Der Alfanchi, der struggelt so hart mit seinen Hinterreifen. Der muss ja schon fast in die Box. Und Swaggy attackiert jetzt Cartman. Außenrum hoch zu Kurve 3. Cartman bremst spät und Das gibt's doch nicht. Mann. So, jetzt Sakura, wo ist... Ah, hat viel Platz nach hinten. Ja, er hat keine Position. Ja, auch Sakura, aber mit beschichteten Frontflügel. Ja, das wissen wir ja noch, glaube ich, vom Start. Also da der Kenny von hinten reingefahren ist. Habibi! Aber wenn man jetzt auf der Minimap mal schaut, da gibt es nicht wirklich gerade zwei Kämpfe, die sich anbahnen. Außer halt der von Alfanchi, der immer mehr am Boden verliert. Wegen seinen Reifen. Nehmt mich jetzt persönlich wunder, ob er jetzt in die Box abbiegt und sich einen frischen Reifensatz aufziehen lässt oder nicht. Gute Frage. Ah, aber das ist jetzt... Ja gut, er bleibt noch draußen.
ist irgendwie auch so ein bisschen gezwungen. Ich meine, er ist auf dem Soften unterwegs und irgendwie muss er auch die Strategie ausführen können. Mhm. Wäre jetzt auf einem der zwei weicheren Reifen setze, Ultrasoft oder Supersoft, könnte man es sich doch noch eher verkraften, in die Box abzubiegen. Aber ja, alle bleiben aktuell draußen. Aber irgendwie, auch obwohl Kenny da den Start da in ja. Und A-Block in der Wiese! Oh. Ja. Ist auch am struggeln, vor allem da vorne in der ersten Kurve. Was ich sagen wollte, der Kenny, der hatte irgendwie keinen Schaden gezogen vom Start. Nein, aber ist Alfanchi! Ja, oh, und Alfanchi! Mit 50% hinten auf Ultrasofts, da musst du dich nicht wundern, wenn du dein Auto nicht mehr beherrschen kannst. Und da geht dann Cartman auch ganz locker flockig am Haas vorbei und sagt danke. Und Alfanchi, der muss in die Box. Der kann sich keine weitere Runde mehr leisten. Der zerstört sich das Rennen noch. Buchstäblich, wenn er in die Mauer fliegen sollte. So, ein Start von A-Block. Keinen allzu guten Start von der Linie erwischt, aber es wäre deutlich besser. Ah, oh, hat der das Schwein gehabt. Wie der reinsticht. Ja, erstaunlich. Vor allem gegen Teamkollegen. Ja, der sticht ziemlich spät rein, A-Block. Auch jetzt hier hoch Kurve 3. Mit Folgen dieses Mal. Ja, oh. Und hier nochmal der gute Start von Swaggy, der war wirklich gut. Von der Linie weg, souverän. Kommt dann auch schon an Rupnik und Sand ran, da kommt A-Block jetzt angebrauscht. Muss ja schon ein kleiner Schockmoment gewesen sein, das Wheelbanging da. Ah ja, etwas härter, dann wäre der Reifen ab. Und dann hier in Kurve 3, ganzes Getümmel. Aber da hat da war er aufmerksam, da war er aufmerksam. Noch aus der Sicht von Sand, da hat er sich den Flügel schon beschädigt. Und zwar komplett, wenn ich das richtig sehe. Oh. Kämpft sich da aber trotzdem noch heran. Im Zweikampf mit Cartman dürfte das auf seiner rechten Seite sein und geht da auch an Sand vorbei. An Cartman vorbei. Ja, da kommt an sich selber an. Vorbei. Oder doch nicht? Nee, doch nicht. Na. Gibt's noch Alfanchi? Ja, Alfanchi ist halb eher wahrscheinlich. Oh, das ist schon am Apex. Ja, aber dass du bei solchen Reifen, wenn du merkst, dass dein Auto ausbricht, dass du da noch draußen bleibst, das ist ja schon fast radikal. Und hier sehen wir, wie A-Block noch das Auto auf der Wiese abfängt im Endeffekt und nicht den Gleitschirm genommen hat. So. Sand war in der Box, oder? Ja, hat sich auch den Flügel beschädigt in Runde 1. Thiele auf der Elf. Gewechselt und jetzt auf Soft, super Soft. Wird sicherlich noch einmal in die Box abbiegen. Hier haben wir einen ordentlichen Kampf. Alfanti auch in der Box gewesen. P10, hier geht es um einen Punkt und da sind 4 Fahrzeuge involviert. Was? Natürlich möchte jeder von diesen 4 Piloten hinten diesen einen WM-Zähler mitnehmen und da hat er sich. Oh, das ist doch. Kleinen Schaden zugezogen. Auch wenn er nicht sichtbar ist, der Schaden, den wir da merken. Und jetzt definitiv! Und das gibt's doch nicht! Das war's dann mit meinem Ralf Hanschi, das darf nicht wahr sein. Abler ist aber nicht wieder so gespannt. Danke, Tilo, ich hab jetzt keine Experience auf Screen. Ja. Ich auch, weil wir Abler gerade bei mir vorgestanden sind. Gut, da kann jetzt. Du bist hinten reingefahren, sorry, Alfanchi. Da kann jetzt Tilo nicht wirklich viel für, wenn jetzt da wirklich Abler vorhin am Lecken war. Da muss auch. Der Alfanchi damit rechnen. Der vordere ist immer im Recht im Endeffekt. Wenn er nicht als Müller jetzt krumm fährt. Kampf. Platz 12 geht vorbei. Ja, ihm dürfte eigentlich noch nicht in der Box gewesen sein. Der ist schon eine ganze Weile auf diesen hinteren Plätzen unterwegs. Müller auf dem Soft. War in der Box. Nach seinem Frontflügelschaden sowieso in der ersten paar Runden. Aber ich denke auch, der wird noch einmal in die Box gehen müssen. Und jetzt ein spätes Manöver von Sand gegen A-Block. Gut. Aber auch weil A-Block mitgespielt hat. Ich würde jetzt gerne mal vorne die Abstände interessieren. Müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich haben sich die da vorne etwas eingefroren, die Abstände. Wir haben schon lange nichts mehr an der Spitze gesehen, weil auch im Mittelfeld einiges abgeht und kaum gesagt, dass sind wir. Schön. Und Dennis war in der Box. Also der zieht den Undercut vor gegen Bortrix und gegen Felipe.
bin nur 20 Sekunden. Ja, Wartrix ist auch am struggeln jetzt. Lob an mich selber. Und ich denke, die könnten jetzt beide gleich in die Boxengasse abbiegen und dann hätten wir ein Boxengassenduell Toro Rosso gegen Ferrari. Nein. Und vielleicht mit Dennis als lachender Dritter. Wave auf 3. Dessen Reifen sehen auch nicht mehr wirklich frisch aus. Und Dennis auf Soft, also. Nein, Stop. Dennis hat auch so viel Glück. Ein Stop, die Strategie vorne. Und die Frage ist, was machen Wartrex und Felipe jetzt? Die biegen also so, beide gleichzeitig beide in die Boxengasse ab. Das wird jetzt ganz spannend. Welche Boxencrew kann es heute besser? Ferrari oder Toro Rosso? Philippe wechselt auf den gelb markierten Soft, Wartrex ebenfalls. Guter Stop, sehr guter Stop, sehr guter Stop. Ah. So, und wo ist Dennis? Die ganz große Frage, kommt jetzt an Start und Ziel vorbei? Kommt jetzt gleich in Kurve 1 hinein? Das sollte nicht reichen. Oh, nicht für Niklas, aber wie ist es mit dem Teamkollegen? Ich glaube, für den Teamkollegen reicht's. Und reicht das und es reicht. Ach, ja. Ja. Mit dem Positionstausch bei Ferrari. Ja, mit dem Undercut immerhin an Teamkollegen vorbei und ich glaube, jetzt kommt der Wartrex doch etwas ins Schwitzen. Ist der direkte WM-Konkurrent dann. Ja, Müller geht an A-Block vorbei. A-Block scheint auch Probleme mit seinen Reifen zu haben, hat auch einen Flügelschaden vorne links. Wie gesagt, ich bin immer noch der Überzeugung, dass irgendwie der Supersoft-Reifen nicht der ideale Reifen heute ist. Alle scheinen irgendwie Probleme zu haben damit. Es wird sich sicherlich in den nächsten paar Runden zeigen, ob dies wirklich der Fall ist. Fakt ist, Sand greift Rupknecht an. Oh, da muss Rupknecht mitspielen. Ansonsten aber Rupknecht kann den Switchback versuchen, aber scheitert dann am Ende. Sand verteidigt sich und ist vorbei. P9 für Sand. Später Gartman. Da haben wir den stillen Kenny auf 8, der auch an der Box war und auf Soft gewechselt ist. Dann hast du das gesehen. Der Dennis, der hat gerade die schnellste Rennrunde hingelegt. Der pusht hier. Oh, da fährt aber einer wieder. Eine komische Boxeneinfahrt. Da müsste Sakura gewesen sein. Der ist direkt vor Kenny. Auch die anderen da vorne in der Boxengasse. Wave, oh, Wave. So, wo kommt der? Wo kommt Wave raus? Vor oder hinter Kenny? Ja, wohl, es wird eng. Oh, oh, ich glaube, Kenny hat mehr Schwung. Kenny wird jetzt bergauf irgendwie außenrum was versuchen. Ja, DS will er bekommen, der Detection Point, da war noch hinter Wave. Ah, jetzt mit dem Switchback, oh, das macht er clever, das macht er ja, clever und kann jetzt DS verwenden. Aber Wave auch einen erstaunlich guten Exit. Ja. Trotz, dass er sich da etwas verbremst hat. Wave sollte auch die Innenbahn abdecken, aber Kenny wartet ab, steckt noch einmal zurück. Undercut hat nicht funktioniert bei Kenny. Ja, aber auch nur ganz knapp. Aber ist ordentlich an Wave rangekommen. Der war vorhin noch nicht so nah an Wave dran. Der macht jetzt einen kleinen Fehler hier. Ja, die Reifen sind noch kalt. Windfield etwas tödlich. Eine halbe Sekunde. Jetzt legt Wartrex wieder einen Zahn zu. Schnellste Rennrunde. Wäre das jetzt ein Katzen-Maus-Spiel da vorne? Ich bin da, wo ich immer bin, ganz hinten. Das wäre ja ein dickes Ding, wenn Wartrex auf die Siegesserie von Dennis reagieren könnte und sie unterbrechen könnte. Ich bin 187 gefahren. Wo kommt jetzt Wakes Ausraster? Bisschen Balsam für die WM. Ja, für den Main-Kampf wäre das natürlich immens wichtig, dass Wartrex heute vorne bleibt. War aber ein bisschen, der Rucknecht ein bisschen rabiat über den Körper. Fahren. So, jetzt in Müller. Echt, steckt zurück. Vorbei. Ja, und Rucknecht mit einem Fehler sogar. Hat sich überschätzt und kommt weit auf den Asphalt nach Kurve 1. Keine Chance, sich die Position wieder zurückzuergattern von Müller. Verliert da über eine Sekunde. Aber aktuell immerhin noch auf einem WM-Zieler-Rang. Würde also seinen ersten Punkt im Supercup bedeuten. Und Swaggy mit seiner Strategie und seinem Flügel aktuell immer noch auf P4 unterwegs. Aber da muss. Erstaunlich, oder? Dass sie sich da vorne halten noch. Also noch halten kann. Das definitiv, aber der hat jetzt natürlich noch ein ganzes Stück vor sich, bevor er auf den Supersoft wechseln kann, wenn er die 1-Stop wirklich durchziehen will. Und mit dem Flügelschaden vorne links ist das auch nicht wirklich ideal. Ja, das wäre für ihn jetzt auch wirklich Balsam für die Seele, wenn er mal ein gutes Ergebnis einfahren könnte. Oh, und da, oh, da sind aber die ersten drei wieder ganz nah beieinander. Innerhalb von 2 Sekunden, so wie es aussieht. Ja, Philippe mit etwas größerem Abstand, aber Dennis bleibt dran. Dennis gegen Wartrex und Spielberg, das hatten wir schon mal, 2015.
2016 ja auch. Singularity gegen Dennis. Ganz knapp gewesen damals. Also, dass die beiden jedenfalls da vorne an der Spitze sind, ist nichts Neues. Die kennen Spielberg und die sind da schon beinahe Experten darin. Und Felipe, ich glaube, der lauert jetzt auch ein bisschen. Der hofft jetzt irgendwie davon, dass die beiden Fehler machen und er da irgendwie einen wiederholen könnte. Das ist auch das Intelligenteste, was du machen kannst in so einer Situation. Reserven. Wow. Oh, das war ein grober Leck von Voatrex. Kurze Frage. Da hat jetzt aber auch wahrscheinlich Dennis Glück gehabt, dass er nicht direkt in einem Ferrari geleckt ist und sich dann komplett ruiniert hat. Ja. Du bist bei mir 15. Was? Ich bin nur wieder 15. Nice. Ja. Nee, ich bin noch Erster. Ich hab nur geleckt. Und Felipe bremst sich ran. Nein, Alter, es ist extrem, dass sein Flügel kaputt geht. Aber ich würde sagen, da ist schon noch viel Erfahrung und Qualität dahinter gewesen. Und das ist jetzt. Das ist jetzt enorm bitter. Für den Überhunderten gleich drei Autos auf einmal durchlassen. Ah ja. Also so ein hart umkämpftes Battle an der Spitze mit drei Leuten. Ich glaube, das hatten wir in der Saison in der Phase noch nicht. Und so traurig es auch irgendwie ist, Felipe schon wieder auf der 3. Ja, die sind innerhalb einer Sekunde alle. Das ist ja unglaublich. Wir müssen jetzt mal kurz den Funfact raushauen. Wenn Philipp heute das Rennen auf P3 beendet, dann wäre es das 7. Mal in Folge. Dann steht er seit Malaysia immer auf der 3. Ist eigentlich eine traurige Bilanz, aber es reicht um. Es sind noch 16 Runden, also. Es kann auch alles passieren. Ja, aber wenn die. Wie gesagt, der muss Reserven sparen und dann am Gegenende das versuchen. Das ist das Intelligenteste, was er jetzt machen könnte. Definitiv, aber er muss auch irgendwie mal dann sich einen Plan überlegen, wie er an Dennis vorbeikommen möchte. Denn der hat jetzt natürlich auch immer wieder DRS und dann kommst du nicht so einfach an den Teamkollegen ran. Vor allem nicht, wenn beide vielleicht das gleiche Setup benutzen. Und da muss wieder ein Überrunner da Platz lassen. Das ist der Sauber von Thiele. Und da dreht sich Alphansi. Oh, der Alphansi dreht sich. Die Frage ist: Ist es Eigenverschulden oder mit Kollision? Sieht stark nach Eigenverschulden aus. Zu hart über den Körper und dann Kontrolle verloren. Ja, hat den gelben. Zu früh auf dem Gas. Ja, war auch zu etwas auf dem gelben Bereich da auf dem Körper. Der ist ja immer wieder bekannt, dass ein ganz böser Punkt ist. Dennis vorne. Versucht er es? Nein, Kurve 3, da versuchst du es normal. Er will sich zeigen. Oh, und jetzt stehen beide Ferraris am Exit quer. Und jetzt hat Voatrex ein bisschen Luft zum Schnappen. Ein altes Sprichwort besagt ja, fährste quer, siehst du mehr. Ja. Vielleicht haben sie sich da nur einen Überblick über die aktuelle Situation beschaffen wollen. Brauchen sie aber bitte neue Brillen, weil man kann eigentlich genug sehen. Die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist, was ist mit Wave und Kenny auf der 4 und auf der 5? Kommen die dadurch etwas näher ran, dass die 30 da vorne bekriegen? Könnten die vielleicht da sogar nochmal sich einmischen? Das sieht mir stark nach einem... Schau mal, wo der Wave hier ist. Der ist ja gerade erst in Kurve... Hast du nicht gesehen? 4. Ja, der Abstand... Okay, der Abstand beträgt auch 18 Sekunden. Das ist einfach. Man hat halt. Oh, der Dennis macht Dennis ist Flügel kaputt! Das was ist passiert? Das gibt's doch! Ja. Das gibt's doch! Hat er sich jetzt da überschätzt oder war da wieder ein Lag im Spiel? Ja, nein, das kann's ja nicht sein! Ich bin schockiert gerade, so. Das sieht nach überschätzt aus. Viel zu schnell einfach. Aus Felipes Perspektive ist es eindeutig. Haben wir noch ein Onboard von Dennis? Nein, haben wir nicht. Ja, und das. So, und jetzt genau das, was ich angesprochen hatte. Lauern. Also du auch. Jetzt ist natürlich die Frage. Dennis wird sicherlich in die Box gehen. Der wird auch, ich schätze es mal, auf Ultrasoft wechseln. Ich weiß, kann das reichen? 14 Runden Ultrasoft? Ja, leichteres Auto und... Sollte eigentlich sein. Ist natürlich die Frage, ob die beiden hier vorne darauf reagieren. Ja. Dennis geht in die Box.
Weil der Abstand auf Wave war ja 18 Sekunden. Und wenn Dennis auf Ultrasoft jetzt richtig pusht, dann wird er gegen Rennende vielleicht nochmal rankommen. Daher die Frage berechtigt, werden die vielleicht sogar auf eine 2-Stop umwechseln? Und... Ah, oh, das war aber knapp, du. Das war ja eigentlich schon wieder ein Dive von Sen. Das dürfte mittlerweile schon der dritte in dieser Kurve gewesen sein. Wie lang wechselt auf Supersoft der Dennis? Also Ultrasoft scheint wohl nicht zu reichen. Und er Kenny vorbei, Wave vorbei. Ist ja bitter für den WM-Leader. Aber und Swaggy hat sich den Flügel abgefahren. Wo war das denn jetzt? Das müsste eigentlich in der letzten Kurve gewesen sein. Anders kann ich mir es nicht erklären. Ja, aber wie? Dürfte eigentlich genauso gewesen sein wie Alfanchi. Wahrscheinlich auf den gelben Punkt beim Curb gekommen. Gegen die Boxenmauer gefahren. Weil er zu sehr eingelenkt hat. Wo willst du vorbei, Sakura? Ist ja, natürlich klar. Möglich. Was? Wir kämpfen? Wir kommen schon, mir ist langweilig. Jedes verfluchte Rennen fahre ich ganz alleine rum. Sakura, fahr vor! Ruby! Oh. Also, ich weiß ja nicht, aber das ist ja eigentlich schon fast lächerlich. Der aktuelle WM-Dritte in der Championship lässt Sakura so leicht vorbei. Weggedreht. Dass da noch der Reifen dran ist, das ist ja... Und, oh, Müller sticht rein. Ja, aber Rupnicht... Geht vorbei. Der Rupnicht verteidigt sich auch nicht. Wo, da fehlt mir der totale Rupnicht. Wo ist denn der Rupnicht aus der Championship hin? Der Mann, der WM-Dritter ist. Vielleicht erklärt das, warum er WM-Dritter ist. Sorry. Also, auch wenn man jetzt im Supercup Ersatzfahrer ist und sein Debüt gibt, da kann man doch sich ein bisschen zeigen, verteidigen, kämpfen. Man kann es verstehen, aber es gibt halt die Sorte Kenny-Ersatzfahrer und die Sorte Ruhm-Ersatzfahrer. Gut, das stimmt im Endeffekt auch wieder. Ja, wow, ich will wissen, was. Und wir ziehen jetzt mal Zwischenbilanz. Wer ist denn das da vorne? Das ist ein. Das ist ein überrundeter Haas, glaube ich. Überrundeter, ja. Also, wenn das jetzt Felipe gewesen wäre, dann. Wäre ich aufgestanden, du. Ja, kurze Zwischenbilanz. 12, 11 Runden haben wir noch vor uns. Und Dennis... Oh, Dennis ist dran an Kenny. Wie sagtest du schon mal so schön in der Championship? He's a man on a mission. Ja. Yeah. Muss zurück. Ich habe auch Kuddelmuddel und Techtelmechtel gesagt, aber irgendwie ist heute davon nichts zu sehen. Ist übrigens ein Déjà-vu. Ich kommentiere jetzt schon wieder ein Österreich-Rennen. Ja, da sind irgendwelche Verbindungen aktiv, würde ich mal sagen. Und Dennis, der macht sich jetzt bemerkbar. Will jetzt gleich außen rum. Vorbei an Kenny und da wird er aggressiv. Und geht vorbei. Und Thiele hat Schiss bekommen, ist einfach ganz weit außen gefahren. Für Thiele gibt's wahrscheinlich eh nichts mehr zu holen, aber das war auch stark gelöst von Kenny und von Dennis. Haben beide Eier bewiesen. Jetzt ein paar Replays. Das ist die Aktion Müller gegen Sakura in der vorletzten Kurve. Und da zieht dann Sakura vorbei. Das ist ein starkes Manöver. Sieht man nicht alle Tage an dieser Stelle. Der ist richtig gut am Recovern, der Müller. So, zeigt sein Potenzial. Hat auch seine, schade, dass er da die Fehler hatte. Da. Hat auch seine Gründe, warum er in der Championship das Österreich-Rennen gewonnen hat. War ja unglaublich schnell unterwegs. Der kennt Österreich und der hat die Pace. Dieses Spiel... Und wenn man jetzt ganz genau hingehört hat, dann hat man da einen Schreien hören und der sagte, dieses Spiel, das heißt, Felipe ist mit dem Spiel nicht zufrieden und irgendwas an der Spitze dürfte wohl passiert sein. Was uns leider wahrscheinlich wieder die Legs von Niklas, also Vortrex. Vielleicht bezieht sich's darauf. Oder haben die Toro Rosso Jungs da irgendwas entdeckt? Es wird uns jedenfalls aktuell verwehrt, aber Swaggy, der ist auf Ultrasoft gewechselt, vielleicht wird es doch nochmal was mit dem 10. Platz in Abu Dhabi, vor gut 3 Wochen wurde er schon 10. War so gut unterwegs heute. Dann ja, das hätte... Oh, Rupknecht ist ausgetimt. Oh, das ist ärgerlich. Aber ich wollte eigentlich gerade sagen, für Swaggy wären heute solide Punkte drin gewesen. Ja, ebenso wie für Alfanchi. Aber beide werfen es halt durch so kleine Fehler mit großen Folgen. Ja, und kaum sagen wir Alfanchi, schauen wir auf seinen linken Frontflügel. Und da ist wieder ein Schaden. Ach du meine Güte. Mit Alfanchi, das ist irgendwie so, er hat mal einen guten Tag
Und dann kommt wieder eine Reihe von schlechten Tagen, bis wieder ein guter Tag kommt. Also, es fehlt an der Konstanz in Sachen guten Ergebnissen. So, danke, wir sind wieder an der Spitze. Und, Philipp ist nah dran. Aber viel Zeit bleibt Philippe nicht mehr. Er kann noch abwarten. Noch ist es nach hinten viel Luft und wieso soll er jetzt noch was riskieren? Also noch 19 Runden zu fahren. Ja, es gibt jetzt noch einige, auf die man achten muss. Man muss zum Beispiel auf Dennis achten, der aktuell auf der 4 unterwegs ist. Auch auf Müller ist es sicherlich vorteilhaft, ein Auge drauf zu werfen. Der ist immens schnell unterwegs. Auch auf Swaggy sollte man ein Auge werfen. Mit dem Ultrasoft ist er generell schnell unterwegs aktuell. Und da ist auch schon ein A-Block dran. Der war vorhin noch meilenweit vor ihm und jetzt ist er schon dran. Und jetzt kommen wir zur Swaggy-Gedächtniskurve. Aber ich merken, das ist die gesamte Gerade, ist das Swaggy-Gedächtnisgerade. Dann sagen wir die Swaggy-Gedächtnisstelle. Aber er hat daraus gelernt, er ist hier vorsichtiger. Als auch schon, geht nicht so radikal zu Werke, wartet jetzt erstmal ab. Er weiß eigentlich, er ist schneller als A-Block und er kann auf der Geraden vorbeikommen, wenn er jetzt einfach nur Geduld beweist. Da saugt er sich ran in den zwei Rechtskurven hier und auf den gelben Punkt gekommen. Gibt A-Block noch einmal eine Gerade mindestens für Schnaufpause. Und da kommt er auch wieder quer. Ausgang. Hoch zu Kurve 3. Und jetzt bremst er sich heran. Innerhalb einer Sekunde war er beim Detection Point. So viel mehr Grip hat er. So, und jetzt aber A-Block deckt gut ab. Und jetzt deckt er wieder nicht gut ab. Und jetzt die Frage, sticht Swiggy rein? Sticht er rein? Nein, der hat... Der hat ein Trauma. Der hat, glaube ich, der hat ein Trauma. Aber ja, gut. Aber dann war es wiederum clever gemacht, wenn der A-Block weiß, dass Swaggy da einen Trauma hat. Definitiv, aber schön zu sehen, dass man auch aus seinen Fehlern lernen kann. Oh, das war ein guter Exit. Macht das wie Müller jetzt? Der muss durchziehen und an A-Block vorbei. Es müssen beide mitspielen, machen sie auch. Und Swaggy vorbei, ja. P10. Aber Vorsicht, bekommt er auch die letzte Kurve hin? Ja, bekommt er. Dieses Mal definitiv. Also mindestens ein WM-Punkt liegt heute drin für den Renault-Piloten. Kann man beklatschen. Aber ist natürlich immer noch aber nicht zu wenig für seine Verhältnisse, da wo in der WM steht. Und jetzt ist Dennis ist dran an Wave. Und Dennis wird es wahrscheinlich dann hoch zu Kurve 1 versuchen. Oder mit dem Fehler schon frühzeitig vorbei, jawohl. Jetzt schon. Ausgang, letzte Kurve. Schade für Wave. Ja, aber wenn ich mir Waves Vorderreifen anschaue, dann muss man sich vielleicht schon mal Gedanken machen. Kann das noch bis zum Ende gut gehen? Denke schon. Auch Kenny. Kenny auch mit gleichen Problemen. Auch sogar hinten mehr abgenutzt als bei Wave. Ich bin gerade am gucken, wo ich das hochladen kann. OneDrive. Ja, aber aktuell hätten wir wieder das Podium wie in den vergangenen 4 Grand Prix. Alle drei, beziehungsweise diese drei, würden heute zum 6. Mal in dieser Saison auf dem Treppchen stehen. Oh, Philippe! Und vielleicht habe ich mich gerade erschrocken. Philippe als Rennsieger. So, jetzt bin ich gespannt. Der ist Windschatten, nein, auf der Startsieger. Oh, da vorne sind über. Oh, da gibt es Überrundungen. Das wird jetzt interessant werden. Ja, das wird jetzt hektisch und interessant werden. Philippe, bleiben auch nur noch 6 Runden, um endlich an Bord zu vorbeizukommen. Alter, aber viel Benzin. Viel Benzin. Mehr als. Ja, Niklas muss sparen. Niklas muss Benzin sparen. Philippe kann etwas mehr pushen. Auf A-Block drauf, ich glaub's nicht. Ja, aber die ganze Zeit kannst du natürlich auch nicht pushen. Das macht dann dem Motor auch nicht wirklich Spaß. Muss er sich auch etwas einteilen? Stimmt, ist ein Renault. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Felipe es vielleicht wie in der Manier von Japan wiederholen wird. Gegen Mulchian kam das Manöver, wenn ich mich richtig erinnere, in der allerletzten Rennrunde. Oh ja. Das ist aber eine komische Linie zum Platz machen. Optimistisch Platz, ganz genau. Gut, lieber für Spannung an der Spitze sorgen, anstatt sich um sein eigenes Rennen zu kümmern.
muss jeder Fahrer für sich selber wissen. Fakt ist, wir haben jetzt gleich die letzten 5 Runden dieses Grand Prix erreicht. Oh. Niklas mit keinem guten Exit aus den letzten beiden Kurven. Noch 5 Runden zu fahren. Aber der Niklas, der wird nervös. Ja, man sieht's. Was? Denn der ist wieder tatsächlich noch. Ja, nee, jetzt geht's wieder normal. Also, Wortrex fährt hier aktuell seinem dritten Sieg entgegen. Felipe will endlich wieder mal einen Sieg. Ja, heute ist die Chance halt. Heute ist die Chance. Ja, letzter Sieg von Felipe vor 19 Rennen. Monaco 2016. Also ich hatte einfach ein neues Thema. Wäre mal was Neues, wenn er mal wieder abseits von Monaco ein Rennen gewinnen könnte. Oh, das ist der schon lange her. Kommt. Der Klass mit dem Fehler. Ah, jetzt ist er im Endspiel zu nah dran. Jetzt wird er wieder etwas verlieren. Aber das sieht jetzt nicht schlecht aus. Die Linienwahl von Felipe, die scheint mir jetzt Runde für Runde besser zu gefallen. 13. Oh, das ist. Oh mein Gott. Jetzt nur nicht zu übermütig werden und. Zeigt sich. Die letzte Kurve muss er ideal erwischen. Aber da hat auch Niklas halt Probleme, wie wir gesehen haben. Oh, Niklas quer! Oh, das kann Felipe noch nicht ausnutzen. Aber er bleibt dran. 3/10, der Abstand bleibt gleich. Uiuiui, ist das spannend. 4 Runden noch. Aber Dennis holt eine Sekunde pro Runde auf, aber das wird ihm ja nicht mehr reichen, weil ich 4 verbleibende Runden. Dennis ist meilenweit dahinter, der wird niemals mehr auf diese zwei hier vorne aufschließen, außer die beiden kollidieren in der Manier von Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Aber Philipp ist ein ruhiger Fahrer, das denke ich ja nicht. Und Niklas ist erfahren genug, sich das, wie er sich zu wehren hat und wenn er weiß auch, wann Schluss ist. Aber in der Hitze des Gefechts kann es eben schnell mal passieren, dass hier Fahrer ineinander kollidieren. Jetzt hat Dennis in einem Sektor eine Sekunde gewonnen. Ja, die Linienwahl jetzt hier, die war etwas schlecht platziert, etwas schlecht gewählt. Ja, jetzt langsam geht auch wirklich die Zeit aus. Dann stimme ich dir jetzt langsam zu. Es muss ein Angriff kommen, den Nick das noch mehr nervöser machen. Ah, in dieser Runde bleiben ihm noch 3/2. Er macht sich jedenfalls schon mal bemerkbar. Jetzt hoch, Kurve 1. Im Detection Point ist er allemal. Er könnte sich zeigen. Guten Exit jetzt aus Kurve 2. So, jetzt die Möglichkeit. Ah, ein kleiner Quer. Ah, steht quer. Ach. Es wäre dem Felipe so zu gönnen, hier dieses Rennen zu gewinnen, aber auch Wortrex Performance heute, die würden hier einem Sieg natürlich definitiv zurechtstimmen. Ja. Natürlich. Wir werden beide verdiente Sieger, aber es kann leider nur einer gewinnen. Für Wortrex wäre es natürlich immens wichtig, wenn er heute gewinnen könnte, vor allem jetzt, da Dennis auf der 3 ist, könnte die Führung in der WM nämlich wieder übernehmen. Wir hatten kurz gelb, weil im Infield jemand stehen blieb. Gedreht. So, noch 2 Rennrunden Zeit. Felipe muss sich langsam sputen, ja, wenn er vorbei will. Jetzt muss was kommen. Ja. Sich innen zeigen reicht leider nicht. Man muss vorbei. So, Felipe müsste sich jetzt eigentlich jetzt in dieser Runde attackieren oder muss jetzt nah genug rankommen, damit es für die nächste Runde allemal reichen könnte. So, jetzt guten Exit. Oh! Kleiner Quersteher. Oh. Nimmt aber auch weniger Geschwindigkeit mit aus der Kurve. Aber er ist nah dran, um jetzt irgendwie reinstechen zu können. Da haben wir gesehen, dass es ja klappen kann, wenn Niklas extrem mitspielt. Aber ich glaube, da geht es um den Sieg. So, und ich bleibe bei der Meinung, dass das wird ein Last Lap Thing. Ein All or Nothing könnte es werden am Ende. Wieder mit einem Ferrari. Diese Déjà-vus heute sind ja echt unglaublich. Wir wollen, ja, jetzt Müller dran an Cent wieder. Aber wir wollen vorne das Duell sehen. Ja, da gibt es eigentlich auch nur noch eine Möglichkeit für Felipe vorbeizukommen. Und das ist wirklich. Ja, guck auf die Minimap. Minimap schauen. Oh, er ist dran! Felipe innen Richtung Kurve 1! Hoch in Kurve 1! Er hat die. Und zieht vorbei!
Zieht vorbei! Aber es ist noch nicht sicher! Vortrex kann kontern! Denn der hat gleich DS, der wird im Detection Point sein! Und mit dem guten Ausgang aus Kurve 3 könnte das nochmal ein Konter werden! Nein! Wird's nicht, Philippe erwischt besseren Wechsel. Vortrex steht quer! Philippe ist vorbei! Das ist ja Wahnsinn! Wenn der es nicht wegwirft, dann hat der seinen Sieg auf sicher! Oh, Müller! Und sie berührt sich! Das war zu übermütig. Aber auch hier gibt es noch eine Runde für Müller Zeit, an Sand vorbeizukommen. Ja, der hat den Luxus, nicht über Runde zu sein. Also, da gibt's auch nochmal eine letzte spannende Runde. Was für ein Manöver für Philippe. Ich hätte gerne die Entstehungen gesehen. Wahrscheinlich wieder Niklas mit schlechten Exit aus der vorletzten Kurve. Werden wir höchstwahrscheinlich sehen, währenddessen wir jetzt hier bei Philippe onboard sind. Nach super 19 gemacht. Rennen gewinnt er wieder einen Grand Prix. Und das mal abseits von Monte Carlo. Philippe gewinnt den großen Preis von Österreich. Herzlichen Glückwunsch an Philippe. Das war... Wow. War das das spannendste Rennen der Saison bislang? An der Spitze war es sicherlich allemal spannend. Was wäre wohl passiert? Tragisch hält. Was wäre Dennis. Wohl passiert, wenn Dennis den Flügel nicht abgefahren hätte? Wave rettet sich mit diesen Reifen über die Linie und wird Vierter, das beste Saisonergebnis für Wave. Ja, Glückwunsch an Wave. Und damit riesen Abstand dahinter Crazy Kenneth. Aber die Frage ist, wie ging der Kampf zwischen Müller und Sand aus? Cartman auf der 6 auch stark, aber profitiert von den ganzen Fehlern der Vordermänner. Ja, starkes Debüt für den Ersatzpiloten. Und Sand, der konnte sich am Ende gegen Müller durchsetzen. Bell P7, Müller auch auf der 8. Solides Rennen. Und Müller gut recovered. Sakura auf der 9 und Zwecki dürfte dann auf der 10 klassifiziert sein. Ja, da kommt Sakura bei seinem Heim Grand Prix auf P9 über die Linie. Holt sich immerhin ein paar Pünktchen und Zwecki auf der 10 zum zweiten Mal in Folge auf dem 10. Platz und holt sich einen Punkt. Aber ich muss auch sagen, also es steht jetzt noch nicht fest, ne? Aber es kann gut sein, dass es heute mein letztes Rennen war. Nein! Was? Warum? Philippe holt seinen ersten Rennsieg in der neuen Saison und kann damit wichtige Punkte für die WM sammeln. Das Ligarennen wurde Ihnen präsentiert von Kronbacher. Und hier sind sie, die drei Fahrer, die es heute aufs Podium geschafft haben. Philippe Wurtrex und Dennis FFM mit Philippe als verdienter Rennsieger. Er hat die Nerven bewahrt bis zur letzten Runde und konnte sich den Sieg von Wurtrex schnappen und beendet damit seine Serie als, ich sage jetzt mal, ewiger Dritter in dieser Saison. Der kann sicherlich zufrieden sein, kann auch die Lücke zu Dennis und Wurtrex ein kleines bisschen verkürzen. Hier das Rennergebnis, Philippe mit 1,3 Sekunden Vorsprung sichert sich den heutigen Rennsieg. Dennis auf der 3, was wäre wohl passiert, wenn er sich den Flügel an Wurtrex nicht abgefahren hätte? Dann wäre die Post da vorne wohl noch mehr rund gegangen, als sie es ohnehin schon war. Wave auf der 4, Saisonbestergebnis für den Williams-Piloten. Kenny dahinter auf der 5, Debütant Cartman. Beendet das Rennen auf der 6, Sand auf der 7, Müller beim Debüt auf dem 8. Rang, Great Recovery am Ende, Swaggy durch die Strafversetzung von Sakura mit plus 5 auf der 9 und Sakura auf der 10. Auf der zweiten Seite sehen wir A-Block auf der 11, Alfangi reiht sich als 12. ins Klassement ein, dann haben wir Imp bei seinem Heim-Grand Prix auf der 13, Thiele 14 und Rupknecht mit einem eigentlichen DSC. Auf der 15. Stejo nach den Qualifiern ausgeteilt. Die schnellste Rennrunde geht an Swaggy. Holt sich somit nicht nur 2, sondern gleich deren 3 WM-Zähler für sein Konto ab. Was bedeutet das für die Fahrer-WM? Dennis führt die WM noch an mit 6 Punkten Vorsprung auf Wurtrex. Dann kommt Philippe mit einem deutlichen Abstand. Das sind ja eigentlich schon fast 40 WM-Zähler Abstand, die er auf Dennis hat. Da muss was passieren, wenn Philippe sich da noch im WM-Kampf einmischen will. Mulchan behält aktuell P4 noch inne. Kenny kommt näher, überholt auch Sakura in der WM, ist nun neuer 5. Sakura auf der 6. Wave kommt auch näher ran, jetzt auf der 7. Dann Swaggy rutscht einen runter auf die 8. Cent auf der 9. Und Dan komplettiert die Top 10. Und auf der zweiten Hälfte des Klassements, da sind vor allem auch einige Fahrer, die heute nicht angetreten sind, aber auch Debütant Cartman und auch Müller schaffen es beide auf diese Seite mit
dem 15. Rang und 8 Punkten für Cartman und dem 18. für Müller. Und 4 Punkte tragen sie sich somit in diesen WM-Stand der F1 Bros League ein. Kommen wir noch zu Konstrukteurs-WM. Ferrari weiterhin vorneweg dominieren mit über 100 WM-Zählern vor Toro Rosso. Auch verständlich, wenn Boatrix der einzige Punktesammler für das Scuderia Toro Rosso Team ist. Williams holt sich jetzt P3, überholt Mercedes, die heute nicht teilgenommen haben. Force India bleibt weiterhin auf der 5 alleine. Renault und Haas kämpfen weiterhin um den 6. WM-Rang. McLaren bleibt auf der 8 ohne Teilnahme und so wie Red Bull und Sauber, die keine Punkte holen, bleiben auf ihren Plätzen 9 und 10 bestehen. Nächstes Rennen ist in Italien, das Heimspiel von Ferrari. Mal schauen, ob dann das Duell zwischen den dreien genauso spannend sein wird wie heute hier in Österreich. Ja. Vor allem, wenn sich die beiden Ferraris bekriegen. Ja, Ferrari Doppelsieg, ja oder nein? Wir werden es sicherlich dann erfahren. Ich bedanke mich bei Hima, dass er dabei war und wir sehen uns das nächste Mal wieder zum großen Preis von Italien zum 9. Rennen der Saison. Ja, danke und ciao.